Hallo zusammen, heute möchte ich euch wieder ein Buch vorstellen und zwar das neue Buch von Nora Roberts, Schattenmond. Das ist der erste Teil ihrer neuen Trilogie, also ihrem neuen Auftakt. Und ja, ich war da schon sehr gespannt, weil ich fand auch das Cover wieder sehr schön gestaltet. Aber ich muss gleich vorneweg dazu sagen, ich finde, dass das Cover rein optisch überhaupt nichts über den Inhalt aussagt. Ich finde irgendwie ihre, also bitte versteht mich nicht falsch, aber ihre Titel sind irgendwie ein bisschen schlecht manchmal. Also nicht die Titel, sondern die Titelgestaltung. Allgemein die Covergestaltung ist irgendwie schlecht gestaltet. Also man kann sich da schlecht was drunter vorstellen. Ich habe jetzt, als ich dieses Cover gesehen habe, sofort an den Liebesroman gedacht. Teilweise stimmt es ja auch. Trifft es ja auch zu. Wir haben hier eine kleine Liebesgeschichte, aber das ist nicht der Hauptstrang in der ganzen Geschichte. Das Buch hat 526 Seiten und ja, kostet 9,99 €, was für die Länge vollkommen in Ordnung ist, finde ich super. Ja, und wie gesagt, mich hat als allererstes das Cover angesprochen. Es ist einfach so, das ist das allererste, was einem ins Auge sticht. Und ja, dann habe ich mir den Klappentext durchgelesen. Ich muss sagen, der Klappentext verrät eigentlich nicht sonderlich viel. Wir wissen, dass es darum geht, dass ja, wir ein Weltuntergangsszenario haben. Es bricht ein Virus aus. Was erfahren wir hier noch nicht? Was ich auch gut finde, weil das hält so ein bisschen die Spannung auf. Also ich lese euch ganz gerne mal den Klappentext vor, dass ihr wisst, was ich meine. Wenn Liebe die Dunkelheit erhält, kann Hoffnung erstrahlen. Eine große und außergewöhnliche Liebe verbindet die begabte Köchin Lana und den klugen Schriftsteller Max. Als eine weltweite Seuche ausbricht und New York innerhalb kürzester Zeit ins Chaos stürzt, fliehen Max und Lana aus der Stadt und schließen sich der Gemeinschaft New Hope an. Doch auch hier rückt die Gefahr dem Paar bedrohlich nahe. Lana setzt alles daran, dem Inferno zu entkommen, denn sie trägt inzwischen ein Kind unter dem Herzen. Die Auserwählte, ihre zukünftige Tochter, die als einzige in der Lage sein wird, dem Leid der Menschheit ein Ende zu bereiten. Wird sie es schaffen, das Kind ihrer Liebe zu retten? Ja. Und ja, wir haben diesen Einstieg und ich habe immer so ein bisschen überlegt, okay, das ist jetzt nicht Lana, das ist nicht Max. Wir haben mit völlig anderen Charakteren angefangen und auch das, was hier hinten drauf steht, passiert relativ spät. Also ja, es ist so zum Teil so ein kleiner Spoiler, dass Lana ein Kind erwartet, aber es ist jetzt nicht so der Hauptstrang der Geschichte, also ja, da müsst ihr keine Angst haben. Aber mich hat es doch so ein bisschen verwirrt, denn wir haben hier wirklich sehr viele Charaktere in dem Buch und ich habe immer so ein bisschen auf Lana und Max gewartet, ne? Ganz klar, weil du denkst halt auch, okay, es geht halt um die. Und letztendlich wurde ich irgendwie so ein bisschen überrumpelt, weil ich sehr viele verschiedene Charaktere hatte. Man kann sich das Ganze so ein bisschen vorstellen wie der Übergang. Auch so von der Thematik ein bisschen. Nicht so ganz so brutal. Aber wir haben hier eben ein Virus, das ausbricht. Und Lana und Max versuchen dann eben zu entkommen. Vor was oder wie, das überlasse ich euch selbst, das müsst ihr selbst herausfinden. Auf jeden Fall treffen sie dann auf eine andere Gruppe von Menschen, die wir dann auch im Laufe der Geschichte kennenlernen. Und so finden verschiedene Charaktere zusammen. Ja, und irgendwann war ich an so einem Punkt, da wusste ich echt nicht mehr, wer ist. Also das wurde mir dann alles ein bisschen zu viel. Wir hatten richtig spannende Stränge, da war ich echt total begeistert und habe da so richtig mitgefiebert. Und dann wurde es stetig ein bisschen schwächer und schwächer und mich hat es dann recht schnell sehr gelangweilt. Also so ab 300 Seiten wurde es dann irgendwie ein bisschen langatmig. Und ja, zum Teil hatten wir dann auch nicht mehr alle Charaktere, die wurden sehr schnell abgehandelt, sage ich mal. Und man weiß dann auch nicht genau, was mit diesen anderen Charakteren passiert. Weiß ich jetzt nur nicht, ob die jetzt im zweiten Teil wieder auftauchen.
Wäre natürlich interessant, das zu wissen, aber ich fand es halt irgendwie schade, dass da überhaupt nichts mehr kam. Man hätte vielleicht so eine Zwischensequenz machen können, wo man dann noch ein bisschen was über die erfährt. Was ich auch noch dazu sagen möchte, ist, dass wir hier fantastische Elemente haben. Was ich persönlich ja besser gefunden hätte, wenn ich es vorher gewusst hätte. Weil, versteht mich nicht falsch, ich mag Fantasy-Romane, aber ich habe da auch nicht immer Lust zu. Und ich finde es immer ganz schön, wenn man das so vorher ein bisschen weiß. Und gerade für Leute, die sich da was ganz anderes drunter vorstellen, haben dann gewisse andere Erwartungen und denen könnte das dann vielleicht nicht so wirklich zusagen. Und das finde ich dann halt hier ein bisschen schlecht gewählt. Dann hätte man das irgendwie so ein bisschen dazu schreiben können. Also ich meine, dass da so ein Virus ausbricht, ist ja noch halbwegs realistisch. Aber was dann halt drumherum sich so entwickelt hat, war dann zum Teil schon echt abgespaced und mir wurde es dann manchmal an gewissen Stellen einfach ein bisschen zu viel. Auch von den Hauptcharakteren habe ich gar nicht so viel erfahren. Wir hatten wirklich sehr viele Nebenstränge mit anderen Charakteren, die dann, wie gesagt, gar nicht mehr aufgetaucht sind. Und das fand ich irgendwie schade. Das wurde dann so reingeworfen und dann passierte irgendwie nichts mehr mit denen. Und ja, das hat mich auch so ein bisschen gestört. Die Covergestaltung, wie gesagt, finde ich nicht passend zu dem Inhalt. Klar, wir haben hier ein kleines Detail, okay, könnte man aber natürlich auch irgendwie ein bisschen falsch verstehen. Mir persönlich gefällt das englische Cover besser, also das Originalcover. Das habe ich auch gesehen, das war so ein bisschen düsterer angehaucht. Und das finde ich passender, auch wenn das Cover an sich schön ist. Ja, also das muss ich schon sagen. Ja, mir hat das Ganze im Großen und Ganzen ganz gut gefallen. Ich konnte es gut unterhalten, bis auf hier und da ein paar Längen. Das war jetzt der zweite Roman, den ich von ihr gelesen habe und ich werde mir definitiv auch die anderen Bände noch zulegen. Aber ja, mir hatte dann irgendwie wirklich was gefehlt. Deswegen kann ich dem Ganzen nur 4 Sterne geben. Ich war am Überlegen, ob ich dem Ganzen 3 Sterne gebe, aber dafür war es am Anfang einfach zu spannend. Also ich war schon wirklich sehr gut unterhalten, aber es war einfach manchmal ein bisschen übertrieben und dann eben das danach hat mich einfach gestört. Weil man halt einfach nicht wusste, was mit den anderen passiert ist und was Lana nun für eine große Rolle hat. Und ja, irgendwie hat mich das so ein bisschen gestört. Ja, ich weiß nicht so recht, ja, vielleicht wird der zweite Teil noch besser. Ich hoffe, dass da nochmal so ein richtiger Knall passiert. Wie gesagt, also ich fand es an sich ein cooler Auftakt, aber man hätte das im Klappentext irgendwie anders wiedergeben müssen, dass man sich als Leser einfach besser darauf einlassen kann. Ja. Von mir an dieser Stelle 4 Sterne und ja, wenn ihr auf Fantasy-Romane steht mit Dystopie-Anteil, ja, in dem wir ein Weltuntergangsszenario haben, in dem ein Virus ausbricht, dann schaut euch das Buch auf jeden Fall mal näher an. Das Cover ist definitiv nicht das, was es verspricht. So viel sei euch gesagt, es ist kein Liebesschnulzen-Roman. Ja, das war's an dieser Stelle. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen bei dem Buch. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal auch ein. Tschüss!